Heyho, meine Lieben, heute gehen wir endlich mal wieder raus zum Grillen. Und was machen wir? Wir machen ein schönes Flanksteak auf der Weberkugel und dazu auf dem Seitenbrenner vom Gasgrill in der gusseisernen Pfanne werde ich mich mal wieder an Kartoffeln versuchen. Und zwar Bratkartoffeln mit einem schönen Taggi-Bauchspeck. Ja, und den weißen Speck, den werde ich auslassen vorher. So richtig. Ja, und das Ganze mit Rosmarin und Steinpilzen. Ja, aber bevor wir jetzt darüber gehen, habe ich noch was für euch. Moment. Ho, 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 ho. Und zwar eine kleine Buchvorstellung. Die Fleischbibel. Ein richtig, richtig geiles Buch, wie ich finde. Ja, das ist aus dem Hehl Verlag in Zusammenarbeit mit gourmetfleisch.de. Und jeder, der sein Hintergrundwissen vergrößern, vertiefen möchte, der ist daran gut geraten, sich die Fleischbibel zu Weihnachten zu wünschen. Zum Beispiel, weil hier drin wird mal so richtig, richtig behandelt die verschiedenen Rinderrassen, Schweinerassen, die verschiedenen Fleischcuts und. Also ein schönes, schönes, dickes Buch voller Fachwissen. Und ja, Leute, ich verlinke es euch mal unten drunter. Wer möchte, der kann natürlich, ist natürlich kein Muss, aber ich kann es bloß empfehlen. Ich bedanke mich hier nochmal beim Hehl Verlag zur Verfügungstellung von diesem Buch. Mir gefällt es mal verdammt gut, aber Leute, jetzt gehen wir darüber, schauen uns die Zutaten an und ja, dann können wir auch schon loslegen. Mitkommen. Tja, was brauchen wir alles? Natürlich unser Flanksteak. Dann war ich hier im Wald Pilze sammeln. Schöne Steinpilze. Jo, wie viel haben wir denn da? Das sind jetzt 300 Gramm. Ich werde den ganzen Beutel mit reinpfeffern. Dann Rosmarin. Den habe ich gerade draußen noch abgeschnippelt. Da zuppeln wir nachher die Blätter ab und tun die noch ein bisschen klein hacken. Dann den Bauch, den geräucherten vom Taki, den werden wir auch klein schnippeln. Hier schneiden wir bloß. Moment, das können wir auch gleich machen. So ein schönes Stück runter. So, den Rest kann ich gleich wieder wegräumen. Werd mal klein schneiden in kleine Würfelchen und dann erstmal richtig schön auslassen. Und die Kartoffeln schneiden wir auch ja wahrscheinlich so in Würfelchen. Gut, dann bereite ich jetzt mal alles vor und dann sehen wir uns auch schon draußen wieder. Na gut, vielleicht die kurze Übersicht dann noch, wenn es klein geschnippelt ist. Es wäre vollbracht. Was ich vorher, glaube ich, vergessen habe, war es Salz und Pfeffer, was wir noch mit hinausnehmen. Und ansonsten sollten wir jetzt alles haben. Am meisten Arbeit waren jetzt noch die Steinpilze zu putzen und zu schnibbeln. Aber ich habe alles fertig gebracht. Wir gehen jetzt raus. Draußen werden wir vielleicht noch das Flanksteak, bevor wir es auf den Grill schmeißen, noch salzen. Aber das war es dann auch schon. Ja, und des Weiteren, Pfanne steht schon draußen, gehen wir raus. Heraus ein Wärmer. Salzen wir gleich mal unser Flank ein bisschen. Ja, das passt schon so. Ja, und dann können wir gleich rüber gehen. Da habe ich schon den Seitenbrenner angefeuert und unsere angehenden Grieben ja, durchbrutzeln.
weil die Kohlen brauchen ja eh noch ein bisschen, bis die soweit durchgeglüht sind. Aber wir wollen ja hier auch fertig werden. Na, Mann, die kleben wieder. Das geht rasend schnell. Aber ein klein bisschen brauchen sie noch. Und wir haben jetzt schön Fett in der Pfanne. Genau so wollte ich das. Jawohl. Und ihr wisst ja, ich stehe ja eigentlich mit den Kartoffeln auf Kriegsfuß. Aber ich probiere es halt einfach immer wieder mal. Man könnte auch noch einen Kümmel nachher mit dazu tun, aber den lasse ich heute bewusst weg. Heiligsblechle, das geht hier jetzt schneller, als ich gedacht habe. Dann schmeißen wir mal gleich unsere Steinpilze hinzu. Unseren Bauchspeck vom Big Cat Barbecue. Den Shop verlinke ich unten auch nochmal. Den Rosmarin. Und dann noch etwas Salz und Pfeffer. Wisst ihr, was ich jetzt machen kann? Den Wokbrenner aus und erst wieder anfeuern, wenn das Flanksteak fast fertig ist, weil die Dinger sind dann auch schon gleich fertig. Boah, geil! Also wie gesagt, feuern wir nachher wieder an. Tada! Das Flank schmorgeln wir jetzt erst einmal ordentlich an. Und dann wird es gedreht und gewendet und nachher dann in indirekten Bereich gezogen. Wie lange war das jetzt? Keine Ahnung. Geschirr reinbringen, Teller spülen. Ja, so diese Länge in etwa. Aber jetzt gucken wir es uns mal an. Ah ja, ein bisschen kann es schon noch. Zumal das Teil ja auch gefroren war und innen sehr, sehr kalt noch ist. Nächstes Mal Guggerle. So gefällt mir das schon besser. Viel besser. Jo, das sollte dann wieder reichen auf der Seite. Ja, sieht doch ganz ordentlich aus. Ja, ein bisschen mehr Röster rum wäre mir schon ganz recht. Da lasse ich jetzt den Grill offen, dass die Kohlen noch mal so richtig anfeuern. Und machen wir einfach noch mal beide Seiten kurz, bevor wir es dann endgültig in den indirekten Bereich ziehen. Ja, 39 Grad KT. Dann würde ich mal sagen, auch tue ich die Kartoffeln wieder anfeuern. Kartoffeln! Nein, ich habe natürlich den Brenner wieder angemacht. Und kaum lässt man den Grill offen, zieht so richtig schön durch und die Glut entfacht wieder so richtig, dass wir doch noch eine richtig geile, ordentliche Kruste hinbekommen. Jawohl! Und die fangen auch schon wieder schmorgeln an und werden jetzt nur noch von Zeit zu Zeit durchgerührt, bis eben auch das Flank fertig ist.
Ich würde sagen, das reicht. Schauen wir noch mal nach der KT. 49. Ich würde sagen, wir sind gleich soweit. Ja, das gefällt mir. Freunde, dann lasse ich das jetzt noch kurz im indirekten Bereich ziehen. Und gehen wir mal rüber zu den Bratkartoffeln. Oh Mann, hey. Immer die Kämmerumschlepperei. Ja, die sind auch gleich soweit fertig. Definitiv. Dann habe ich es ja geschafft, dass Flank und Beilage gleichzeitig fertig sind. Leute, ich bringe die Kämme hinein und den Rest hole ich dann gleich. Heiß, 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 heiß! Heiß! Oh, oh yeah! Ja, Leute, die Pfanne ist mal heiß. Hohoho. Durch den Handschuh durch. Aber jetzt warten wir noch einen klitzekleinen Augenblick, bis mein Schatz vorkommt. Und dann darf sie das Flank anschneiden. Und dann wird gegessen. Leute, sogar Schatz hat gesagt, die Kartoffeln sehen dieses Mal gut aus. Dann hoffen wir, dass sie auch gut schmecken. So, wo ist jetzt unser Flanksteak hin? Jawohl. Eingekonnter Mittelschnitt. Oh, innen schön rosa, so wie sich's gehört. Und fragt mich jetzt bitte nicht, wo das Flanksteak herkommt. Ich weiß es nicht mehr. Seht ihr das? Schön rosa, der Saft läuft raus. Also optimal. Ja, dann werden die Teller gefüllt und dann wird ja probiert. Dann gibt es das Probierele. So. Und so sieht das Ganze jetzt fertig aus. Und was ich jetzt zuallererst probiere, sind natürlich meine Kartoffeln. Die Kartoffeln waren vorgekocht, durchgekocht übrigens, ja, und festkochende. Und Leute, ich glaube, ich habe zum ersten Mal richtig geile Bratkartoffeln fertig gebracht. Geil. Der Rosmarin, Salz und Pfeffer reicht vollkommen aus. Und jetzt probieren wir natürlich noch unser Flank. Oh, lecker, lecker. Lecker, lecker. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen, als mir gleich noch Nachschub in Hals zu stecken. Tja, Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Ich habe mal wieder eins gelernt. Nimmst du Takis Speck, lass zusätzliches Salz weg. Tja, leider waren die Kartoffeln etwas sehr salzig, aber verdammt lecker. Also, was sagst du dazu? Hallo? Ja, alles gut. Gerade hat sie mir gesprochen. Komm, was sagst du zu meinen Bratkartoffeln dieses Mal? Waren sehr lecker. Waren sehr lecker. Aber dass du zusätzliches Salz dazu tust, das wusste ja ich nicht. Ja, das war wieder ein Fehler von mir. Werde ich das nächste Mal mit Sicherheit nicht machen. Da kommt dann bloß ein bisschen Pfeffer rein. Aber genau so werde ich die Bratkartoffelchen wieder machen. Richtig, richtig lecker. Ja, das Flank war auch hervorragend. Schatz, weißt du zufällig noch, wo das herkam? Ich denke mal von der toten Kuh. Ja, jetzt wissen wir's. Okay, Freunde und
Freundinnen, sage ich jetzt dieses Mal, die Fleischbibel ein hervorragendes Weihnachtsgeschenk. Sie ist zwar nicht ganz günstig, muss ich ehrlich auch zugeben, aber die ist voll illustriert und da so ein Druck mehr kostet als ein einfaches geschriebenes Buch, sollte jedem klar sein. Und ich persönlich habe nichts davon von der Werbung, außer dass ich das Buch zur Verfügung gestellt gekriegt habe. Das ist aber ein schönes Buch. Ja. Ein Dr. Patricia gefällt es gut. Ja, wunderbar. Also schaut es euch an, bestellt es, schenkt es euren Liebsten, euren Freunden, euren Kumpels, wie auch immer. Also, verlinkt ist es unten drunter und ja, dann haben wir es fürs dieses Mal. Da habe ich schon wieder die Rezepte, meine Topfrezepte, da bin ich auch noch nicht ganz durch. Naja, schauen wir mal, was es nächstes Mal gibt. Leute, wir sehen uns. Hasta la vista und tschüss.